Wieso laufen denn die Leute alle einer goldenen Gans hinterher? Das sieht ja so aus, als würden sie alle aneinander hängen. Sollen wir uns das mal genauer anschauen? Na dann los. Es war einmal ein Mann, der hatte drei Söhne. Der jüngste von ihnen wurde von allen nur verachtet und verspottet und Dummling genannt. Sogar seine Eltern machten sich über ihn lustig. Eines Tages ging der älteste Sohn in den Wald zum Holzhacken. Seine Mutter gab ihm leckeren Eierkuchen und guten Wein mit. Auf dem Weg in den Wald traf er ein altes Männlein, das Hunger und Durst hatte. Aber der Sohn wollte nicht teilen. Er sagte, wenn ich dir meinen Kuchen und Wein gebe, habe ich selbst nichts. Dann ging er weiter. Als er den ersten Schlag mit der Axt tat, verletzte er sich am Arm. Also musste er nach Hause gehen und verbunden werden. Nun ging der zweite Sohn in den Wald. Auch er bekam Eierkuchen und Wein mit. Auf dem Weg in den Wald traf er das alte Männlein, das immer noch Hunger und Durst hatte. Aber der zweite Sohn sagte nur, was ich dir gebe, fehlt mir selbst. Und ging weiter. Als er den ersten Schlag mit der Axt tat, schlug er sich ins Bein. Da musste er nach Hause humpeln und versorgt werden. Daraufhin wollte der Dummling das Holz hacken. Das gefiel seinen Eltern nicht, aber es gab keine andere Möglichkeit. Die Mutter gab dem Dummling nur einen Kuchen aus Asche und Wasser mit und statt Wein nur saures Bier. Als er auf das Männlein traf, das immer noch Hunger und Durst hatte, sagte der Dummling, wenn dich Aschkuchen und saures Bier nicht stören, teile ich gern mit dir, und setzte sich zu dem Mann. Doch als er beides aus der Tasche zog, waren plötzlich Eierkuchen und Wein daraus geworden. Nachdem sie gegessen und getrunken hatten, sagte das Männlein, weil du ein gutes Herz hast und teilst, will ich dich belohnen. Geh zu dem alten Baum dort und hau ihn um. Dann war es verschwunden. Der Dummling ging zu dem alten Baum und fällte ihn mit einem einzigen Schlag. Zwischen den Wurzeln saß eine Gans mit Federn aus purem Gold. Der Dummling nahm sie in den Arm und ging zu einem Wirtshaus, wo er übernachten wollte. Der Wirt hatte drei Töchter. Diese sahen die Gans und staunten. Die älteste Tochter wollte unbedingt eine der goldenen Federn haben. Als der Dummling schlief, schlich die Wirtstochter in sein Zimmer, um eine Feder zu klauen. Das hätte sie besser nicht getan, denn als sie die Gans berührte, hing sie an ihr fest. So sehr sie zog, sie kam nicht von der Gans los. Da kam ihre Schwester, die auch eine Feder haben wollte. In dem Moment, in dem sie ihre ältere Schwester berührte, hing sie an dieser fest. Als die dritte Schwester kam und helfen wollte, riefen die beiden anderen, sie solle gehen, aber zu spät. Und so hing auch die dritte Schwester fest. Nun hatten sie keine andere Wahl, als dem Dummling zu folgen, wo immer er die Gans hintrug. Unterwegs trafen sie auf einen Pfarrer. Dem gefiel nicht, dass drei Mädchen einem jungen Mann hinterherliefen. Als er versuchte, sie festzuhalten,
hing auch er fest. Da kam der Küster vorbei und wollte den Pfarrer zur Taufe holen. Doch kaum hatte er diesen am Ärmel angefasst, kam auch er nicht mehr los. Der Pfarrer rief um Hilfe und zwei Bauern kamen herbeigeeilt. Bald hingen auch sie fest. Nun waren es 7 Leute, die dem Dummling und seiner Gans folgen mussten. Auf ihrer Reise hörten sie von einer Königstochter, die immer traurig war und nie lachte. Wer sie zum Lachen bringen konnte, sollte sie zur Frau bekommen. Das wollte der Dummling ausprobieren. Er ging mit seiner Gans und den 3 Töchtern, dem Pfarrer, dem Küster und den 2 Bauern zum Hof des Königs. Als er den Saal betrat, da staunten alle über die goldene Gans, die er trug. Hinter der Gans kamen die 7 Leute, einer nach dem anderen, und mussten ihr durch den ganzen Saal folgen. Da brachen alle in Gelächter aus, auch die Prinzessin. Sie konnte gar nicht mehr aufhören damit, so sehr lachte sie bei dem Anblick. So bekam der Dummling die Königstochter zur Frau. Und gemeinsam mit ihrer Gans, den Wirtstöchtern, dem Pfarrer, dem Küster und den 2 Bauern lebten sie fortan glücklich am Königshof. Jetzt kennst du das Märchen von der goldenen Gans. Aber hast du auch unseren kleinen Wichtel entdeckt? Hallo, hat dir unser Märchen gefallen? Dann abonniere hier unseren Kanal, um die neuesten Märchen zu sehen. Hier bin ich. Du möchtest direkt weitere Märchen sehen? Dann klick hier.